Hallo zusammen, es ist wieder mal Mittwoch und wie immer mittwochs gibt es ein neues Video auf diesem Kanal. In der heutigen Folge zeige ich euch, wie ihr mit der iPhone App Adobe Capture coole Farblooks und Pinselspitzen erstellt und diese dann in Photoshop oder Premiere weiterverwenden könnt. Los geht's wie immer nach dem Intro. So, hier sind wir nun auf meinem Desktop von meinem iPhone und um das Ganze zu starten, muss ich das zuerst hier im App Store runterladen. Dazu klicke ich hier auf App Store und suche mir Adobe Capture CC. Ihr seht hier unten einige Beispiele für die verschiedenen Sachen, die man damit machen kann, Muster, Formen etc. und ich klicke auf Öffnen. Nun befinde ich mich hier in der Farbenbibliothek und kann hier ein neues Farbdesign erstellen, indem ich hier unten auf diesen Plus-Button klicke. Nun wird mir die Kamera eingeschaltet. Ich kann das entweder über die Kamera machen oder ich kann hier in meine Bilder wechseln und hier zum Beispiel dieses Bild wählen. Und ihr seht, die App wählt mir automatisch die wichtigsten Farben hier aus. Die gefallen mir jetzt auch als Farbdesign und ich will das Farbdesign so speichern. Und das neue Farbdesign wird mir erstellt und es schlägt mir auch vor, dass ich es in Adobe InDesign CC verwenden kann. Ich will auch hier die Funktionen, die Mitteilungen aktivieren. Und bereits haben wir auf einfache Art ein Farbenschema erstellt. Nun, was kann man noch machen? Man kann hier auch Formen erstellen. Ich klicke hier auf Formen und füge auch wieder mit dem Plus-Button eine neue Form hinzu. Dann wird mir die Kamera wieder eingeschaltet und ich filme hier zum Beispiel mal meine Tastatur ab. Und damit das Ganze noch ein bisschen stärker wird, kann ich hier unten mehr Details hinzufügen. Dazu schiebe ich diesen Regler mehr in die Mitte. So. Ich hoffe, man sieht das so etwa. Und klicke dann den Auslösebutton und schon wurde eine Form bzw. eine Auswahl erstellt. Und diese Auswahl gefällt mir. Ich könnte jetzt hier noch die Löcher füllen oder die ganze Sache wieder löschen. Nun, ich klicke auf Weiter, weil mir das Ganze gefällt. Und es wird mir eine Auswahl in Schwarz und Weiß erstellt. Ich klicke wieder auf Weiter. Und ich habe eine erste Form erstellt, die man in Adobe Illustrator CC weiterverwenden kann. Nun als nächstes erstellen wir ein Muster. Auch dazu klicke ich auf Muster und dann hier auf den Plus-Button. Nun wird die Kamera wieder zugeschaltet und ich kann hier verschiedene Sachen abfilmen mit der Kamera. Ich kann hier wechseln auf so, auf quadratisch, auf Sechseck oder hier auf Achteck. Nun, mir gefällt dieses mit dem Sechseck nicht schlecht, mit diesem Stift von meinem Tablet. Und ich klicke wieder auf die Kamera. Hier könnte ich noch den Winkel verändern, wie das Dreieck aussehen soll. Ich lasse es aber so und ich klicke auf Weiter. Und das Muster wurde mir erstellt und ich klicke auf Muster speichern. Dieses Muster kann ich auch in Adobe Photoshop CC verwenden. Und wir machen weiter mit den Pinseln. Ich kann hier auch Pinsel erstellen aus verschiedenen Sachen. Nun, ich nehme jetzt hier mal die Struktur des Ladekabels von meinem iPhone. Dazu stelle ich das hier scharf und klicke wieder auf Bild. Das Foto wird mir erstellt. Nun kann ich den Ausschnitt wählen. So schieben wir das zusammen, dass wir vor allem hier nur die Struktur haben. Und ich klicke auf Weiter, der Stil wird mir vorgeschlagen und wieder auf Weiter. Und dann seht ihr, wie der Pinsel in etwa aussieht, wenn ich hier mit dem Finger auf dem iPhone-Desktop fahre. Es erstellt mir ein iPhone-Kabel. Ich speichere den Pinsel mit Weiter und auf Speichern. Diesen Pinsel kann ich auch in Adobe Photoshop Sketch verwenden. Und als letztes erstellen wir noch einen Look, einen Farblook. Dazu wird wieder hier mit Plus die Kamera zugeschaltet und ich suche mir hier irgendetwas, was
coole Farben haben könnt. Ich nehme hier den Stoff von dieser Hose hier und klicke auf den Auslösebutton der Kamera. So. Und der Look wird mir erstellt. Hier kann ich dann auch mit den Vorschaubildern schauen, wie das Ganze in etwa aussieht, wenn ich das auf Bilder oder auf Videos anwende. Sieht doch recht cool aus. Ich speichere ihn und die App schlägt mir vor, das Ganze in Adobe Premiere zu verwenden. Nun habt ihr gesehen, wie man auf einfache Art Formen, Muster, Farben, Pinsel und Looks erstellt. Das Ganze wird mir in die Adobe Creative Cloud synchronisiert und steht dann in der Bibliothek der jeweiligen App zur Verfügung. Dazu müsst ihr hier mit eurem Creative Cloud Konto in der Creative Cloud angemeldet sein. So viel zu dieser iPhone App. Wenn ihr Fragen habt, postet sie mir doch unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und abonniert hier oben meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns wieder in einer Woche. Bis dahin, tschüss!